Die Feinstaubbelastung in der Steiermark ist 2022 neuerlich deutlich zurückgegangen. Die Jahresbilanz zeigt die niedrigsten Werte seit Messbeginn Ende der 80er Jahre. Hauptgründe dafür sind laut Fachleuten der Klimawandel und weniger Emissionen. Durch die Silvesterfeuerwerke sind die Grenzwerte in den steirischen Ballungsräumen zwar auch diesmal wieder kurzfristig um ein Vielfaches überschritten worden, doch insgesamt war 2022 in Sachen Feinstaub- und Stickoxidbelastung das beste Jahr seit Beginn der Luftgütemessungen vor mehr als 30 Jahren. Heuer ist es so, dass man mit der Anzahl der Überschreitungstage, das ist eben die Überschreitungen des Tagesmittelgrenzwerts von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, zum Beispiel an der Station Don Bosco in der Größenordnung von 7 Überschreitungstage gelegen sind. Das Gesetz toleriert hier 25, das heißt, wir sind wirklich deutlich unter den Vorgaben. Schon seit 2019 verzeichnen die Fachleute an sämtlichen steirischen Messstationen einen deutlichen Rückgang der Tage mit Feinstaubalarm. Dafür verantwortlich sind nicht zuletzt umweltfreundlichere Motoren, bessere Heizsysteme und rückläufige Industrieemissionen. Der wichtigste Faktor sei aber das durch den Klimawandel veränderte Winterwetter. 2022 hatten wir vor allem im Jänner und im Februar viel Glück mit dem Wetter. Das heißt, wir haben sehr oft Nordwestströmung gehabt. Und diese Nordwestströmung hat mit so Föhning-Effekten auch dazu geführt, dass auch die Becken und Täler südlich des Alpenhauptkammes sehr gut durchlüftet waren. Ob das langfristig so bleibt, könne man nicht vorhersagen, betont der Experte. Denn sobald es zu Jahresanfang wieder zu stabilen Hochdrucklagen komme, würden die Belastungswerte auch schnell wieder steigen. Die vor allem durch den Klimawandel bedingten günstigeren Wetterlagen im Winter einerseits und die deutlich reduzierten Emissionen aus Verkehr, Hausbrand und Industrie andererseits sind die Hauptgründe dafür, dass die Steiermark ihren langjährigen Ruf als Feinstaubhochburg so eigentlich nicht mehr verdient. Zurücklehnen dürfe man sich deshalb aber nicht, warnen Expertinnen und Experten. Denn bereits ab 2030 treten deutlich verschärfte EU-Vorgaben in Kraft. Die Zahl der erlaubten Überschreitungstage bei Feinstaub und Stickoxid wird dann noch einmal um rund die Hälfte reduziert.